Hi Leute und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Julia und willkommen auf Julies Welt. Heute testen wir die Isane Shine Tuchmaske. Klettet mit Glow Power Grapefruit Extrakt und Hyaluron für jeden Hauttypen. Die klettende Isane Tuchmaske Shine sorgt für eine umwerfende Ausstrahlung und einen natürlichen Glow. Die intensive Hydratisierung zaubert einen vitalisierenden Tag. Das hochwertige Serum enthält Grapefruit-Extrakt und feuchtigkeitsspendendes Hyaluron, Avocadoöl und Kupuaku-Butter. Keine Ahnung, was das ist. Unterstützt die natürliche Barrierefunktion und verwöhnen die Haut für ein zartes, strahlendes, schönes Aussehen. Ideal zu einem besonderen Anlass. Die Maske bleibt 10 Minuten drauf. Das ist ein Vlies und das Gesicht gründlich reinigen und trocknen habe ich gemacht. Die Tuchmaske aufhalten und auf das Gesicht auflegen. Nach einer Wirkzeit von 10 Minuten das Vlies abnehmen und verbleibende Rückstände sanft einklopfen oder mit dem Kosmetiktuch abtupfen. Tipp: Für einen besonderen Kühleffekt die Maske vor Anwendung im Kühlschrank aufbewahren. So sieht das aus. Auch schön vom Packaging. Und ich würde sagen, wir machen die gerade zusammen auf. Ich schnupper da jetzt erstmal dran. Ich muss jetzt gerade mal überlegen, wo ich den Duft schon mal gerochen habe. Die riecht sehr, sehr ähnlich nach der Handcreme von Isana. Und ja, und ich finde, die hat einen Touch, also nur einen Hauch-Touch von Nivea. Riecht die. Finde ich sehr geil. Also der Geruch überzeugt mich schon mal auf jeden Fall. Dann hole ich das gerade mal raus. So sieht das aus. So. Boah, Nivea ist voll drin. Also für mich riecht das so. Ich weiß es ja nicht, wie es für euch riecht, ob ihr das schon ausgetestet habt. Da, also die Creme finde ich ja echt mega von Isana, die Handcreme. Finde ich echt mega und auch der Geruch und die riecht für mich nach Nivea Handcreme. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das kommt jetzt einmal auf mein Gesicht. Also die Passform ist ganz okay. Ja. Rutscht nichts, also ich finde das schon mal super. Was bei mir auch immer ist, dass das hier vom Mund immer runterfällt, aber jetzt, es hält. So, wir sehen uns in 10 Minuten wieder. 10 Minuten sind rum. Ich tue das Ganze immer mit meinen Roller einmassieren. Und ich würde sagen, ich nehme das gerade mal ab. Das kann man sehr gut mit diesem Teil hier. So, die Haare machen wir mal weg. Die brauchen wir nicht mit einzumassieren. So eine kleinere Seite für die Nase und so. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja. Ich finde das Ergebnis sehr schön. Und es ist auch ein schöner Kühleffekt. Es klebt ein bisschen, aber wenn das eingezogen richtig ist, dann nicht mehr. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.